Insgesamt ist Wargames meiner Meinung nach keinesfalls ein Totalreinfall. Der Film hat einige gut inszenierte Momente, die Regie funktioniert teilweise gut, das Finale und vor allem die eine Szene in der Höhle sind spannend und atmosphärisch, aber über weite Strecken des Films funktioniert das einfach nicht. Wargames hat viele Längen, hat viele Parts, die wesentlich straffer, wesentlich spannender und wesentlich atmosphärischer inszeniert hätten werden müssen, um den Zuschauer ansatzweise für sich einzunehmen. Die Charaktere sind zwar weder so nervig noch so unsympathisch wie in vielen anderen aktuellen Filmen, trotzdem mangelt es akut an irgendwelchen Bezugspunkten beziehungsweise einfach daran, dass sie dem Zuschauer ansatzweise nicht komplett egal sind. Die Effekte sind eigentlich nicht schlecht gemacht, aber keinesfalls so hart, wie die um 3 Minuten gekürzte deutsche Fassung vermuten lässt. Und insgesamt bleibt Wargames ein durchschnittlicher Film, der sich vor allem seinen Gesamteindruck damit ruiniert, dass es so viele Charaktereigenschaften und Motivationen vor allem auf Seiten der Killer gibt, die überhaupt nicht erklärt sind. So wie zum Beispiel, warum steht auf dem Backcover der UK Blu-ray irgendwas von Kannibalen? Wieso gibt's Gasmasken? Wieso schießen diese Soldaten überhaupt auf die Leute? Weil nur Langeweile ist jetzt meiner Meinung nach nicht eine wirklich gute Motivation, weil ganz ehrlich, Langeweile war das, was man hat, wenn man sich einen Film anschauen will, und ist idealerweise nicht das, was man hat, während man sich einen Film anschaut.